Hallihallo, da bin ich wieder, euer Rainer. Ich habe heute von den John mal eine kleine Aufgabe bekommen. Und zwar soll ich doch mal ein kleines Tutorial machen, wie man in dem Spiel am besten erstmal anfängt. Also, mein Trecker, der steht ja dort hinten um die Ecke. Wie gesagt, ich habe ja schon angefangen. Das ist der Trecker, den wir... Moment, ich renne mal schnell hin. Das ist der Trecker, den wir zuerst an allererster Stelle haben. So. Und mit dem können wir schon mal eine kleine Kleinigkeit anfangen. Und ja, so. Erstmal gucken wir, wie viel Geld wir haben. Also am Start hat man, glaube ich, 500.000 Euro. Man gibt einfach, also man drückt die STRG-Taste. Und dann öffnet sich die rechte Seite. Da steht zum Beispiel im Keller. Der Keller ist, wir rennen die ganzen Punkte mal ab, damit wir wissen, wo was hier ist. Das ist die US-Map hier. Auch nur mal zur kurzen Information. So, der Keller ist hier hinten. So, da wären wir. Die Türen öffnet man mit X. So. Jetzt sind wir im Keller drin. Ne? Und jetzt drücken wir STRG-Taste und dann öffnet sich die Tabulatorseite. Der zeigt uns zum Beispiel an, wir haben in unserem Keller 2 Milchkannen. Dann haben wir 14 Maissäcke. Die finden wir hier drüben. Die sind da. Dann haben wir 13 Weizensäcke. Die haben wir, Moment, da drüben. Dann haben wir 4 Eierkisten. Die finden wir auch dort hinten. Hier, da sind 4 Stück an der Zahl. Und dann haben wir nochmal 6-mal Dünger. Das finden wir hier. So, dann haben wir hier noch verschiedene Räume oder Spalten, sage ich mal, wo man dann zum Beispiel noch Sonnenblumen Saatgut hinlegen kann und alles so eine Sachen. So, was haben wir als nächstes? Die Scheune. Wir gehen mal rüber zur Scheune. Da beeilen wir uns mal richtig schön. So. In der Scheune ist meistens immer schon ein bisschen Gras drinne, damit man schon ein bisschen was hat für die Tiere. So, jetzt öffnen wir mal. Ich muss näher ran. Wieder X drücken und dann sind wir drin. So, hier hinten finden wir alles, was wir brauchen. Hier zum Beispiel haben wir den Tisch für die Maiskörner, also für die Maissäcke. Hier drüben können wir zum Beispiel die Grasballen, Heuballen und Strohballen reinmachen. Und hier drüben haben wir den Tisch für die Milchkannen. Dann gehen wir einfach mal nach oben. Und hier oben können wir die Grasballen und Heuballen ablegen. So. Die Grasballen zum Beispiel oder Heuballen, wenn wir jetzt zum Beispiel im Kuhstall füttern wollen, die nehmen wir einfach und schmeißen die so runter. Der sortiert sich dann alleine ein. Ne? So. Ebenfalls wo sehe ich das Geld, was ich habe? Ebenfalls STRG-Taste drücken und hier oben haben wir das Geld. Hier habe ich noch 573.512 Euro. Dann haben wir hier die Uhrzeit hier oben, den 1.12.2013. Haben wir natürlich noch nicht, aber ist ja auch egal. So, Scheune, in der Scheune sehen wir, wie viel Heu haben wir hier, wie viel Gras ist noch drin. Ich glaube, Gras fangen wir mit 500, glaube ich, an, steht drin. Kann aber bis 5000, geht hoch. Also man kann nicht hier unendlich Gras reinschmeißen, also bis 5000 und dann Schluss. Heuballen haben wir noch 29. In den Silos, da sehen wir, wie viel wir noch drin haben. Hier zum Beispiel die 750. Ich gehe mal davon aus, dass es Tonnen sind vielleicht. Nee, oder? Die Silos, die finden wir hier draußen. Hier. Das sind die Silos, wo wir denn auch mit einem Hänger oder mit der Drillmaschine drunter fahren können und
um die zu füllen. So, wenn wir mal geerntet haben, unser erstes Korn oder Mais, das können wir dann hier reinkippen oder direkt zur Verkaufsstation fahren. Das zeige ich auch gleich noch. So, was haben wir jetzt noch? Genau, da sind die Silos, da sind überall 750 drin. Den Schweinestall, da habe ich jetzt dreimal Mais drin, zweimal Grasbunde und 83 Gras-Dingsbums und drei Schweine. Die Schweine haben wir natürlich hier drüben drin. Machen wir mal die Tür auf. So, hier haben wir die Schweine drin. Oh, hier ist noch einer daneben gefallen. Den müssen wir mal da reinpacken. So, na komm hier. So. Zack. Na, da will er nicht rein. Na. Komm hier, hier. So, jetzt ist er drauf hier. So, hier haben wir, hier können wir auch natürlich Stroh und Grasballen und Heuballen hinpacken. Hier drüben haben wir die Maissäcke. Wieso habe ich denn hier Vierer hergeschleppt? Oh, da habe ich mir vergriffen. Okay. Hier haben wir einmal Weizen und dreimal Mais. Zeigt dann natürlich auch an. Hier unten dreimal Mais. Den Weizensack zeigt er mir natürlich nicht an. Warum, weiß ich nicht. Im Stall. Das wäre der Kuhstall, wo wir gerade eben waren. Da zeigt er uns die vier Milchkannen an, die ich gerade gezeigt habe. Die Heuballen, das Gras. Da haben wir eine Kuh drin und einen Bullen. Und drei Säcke Mais. Die hatten wir ja gerade drüben gesehen. So, hier drüben haben wir zum Beispiel die Garage. Hier können wir dann unsere Maschinenanbauteile, Hänger und so eine Sachen einbringen. Die ist schön groß. Da passt ein bisschen was rein. Und was nicht reinpasst, können wir dann hier unterm Schleppdach Dach setzen. Oder so wie hier, wie ich das gemacht habe, daneben abgeparkt. Dann haben wir, jetzt gehen wir, genau, das hätten wir jetzt erstmal. Ach so, wenn wir mal eine Spritze haben, also bei Dunk, wenn wir nach dem Pflügen, müssen wir ja düngen, da müssen wir hier hin. Hier fahren wir einfach nur rückwärts ran, das füllt sich von alleine, das ist der Misthaufen. Und wenn wir im Grassammelhänger zu viel Gras drin haben, dann fahren wir hier rückwärts ran und lassen den Rest ab. Dann können wir nämlich hier mal so portionsweise wegtragen. Habe ich schon weggetragen. Gut, hier ist nichts mehr drin. Dann muss ich was nachmähen. So. Man kann die Tiere. Wie bekomme ich die Tiere? Oh, komm her, Kuh. Du bist hier ganz alleine. Du kommst auch im Stall. Komm. Ja. So. Dann nehmen wir einfach die Kuh. Dasselbe funktioniert mit den Schweinen genau dasselbe. Wir fassen die einfach an und dann gehen wir los. So. Wir können ruhig schneller laufen, die kommt sowieso hinterher. Wir müssen nicht warten, bis die hinterhergekommen ist. So, dann öffnen wir mal hier das Tor. Kommt die Kuh auch? Ja, siehst du, da kommt sie. Und überall da, wo es rot aufblinkt, da kann die Kuh nicht hin. So wie hier. Also gehen wir hier einfach im Stall. Moment. So, jetzt machen wir die Tür auf. Nein, müssen wir uns richtig davor stellen schon. So, und dann gehen wir mal hier rein und dann machen wir einfach, lassen wir einfach los. Zack, und dann läuft die Kuh hier von alleine in den Stall. Dann haben wir das auch schon mal soweit. Wie war die Tiere? Also das klappt mit jedem Tier, da kommt die Kuh. Die Kuh, das Pferd, die Schafe hier, die Schweine. Ja, und soweit mein Wissen jetzt noch aktuell ist, man kann den Wert der Tiere, es sei denn, man will sie jetzt züchten, dann sollen die eigentlich nicht aus dem Stall rausgeholt werden, die sollen dann bloß im Stall bleiben. Nach 29 Tagen hat man dann hier, warte mal, ein, zwei, dann hat man dann drei Kühe zu stehen oder vier Kühe zu stehen. Und wenn man den Wert der Tiere erhöhen möchte, dann bringt man die jeden Tag raus und abends wieder rein. Das gibt den Wert von dem Tier, also wird das, kann man mehr Geld verdienen, sagen wir mal so. So, was haben wir jetzt noch? Ach so, ja, wenn wir mal auf dem Trecker sitzen, kann ich ja gleich mal hier zeigen. So, hier haben wir jetzt den Trecker. Dann kann man hier zum Beispiel Hydraulik, also die Tab-Taste drücken. Das ist alles für die Maschinen.
Teilweise muss man, kann man das von dem Trecker aus steuern oder eben halt, man muss aussteigen und dann zu der Maschine hinten hingehen und ankoppeln. Hier kann man auch einen Hänger ankoppeln, hier hinten dran, hier. Ja, und wenn wir das alles fertig haben, dann setzen wir uns mal in den Trecker. Dann fahren wir mal eine kleine Runde rum. Einen Moment, ich muss mal zu meinem Trecker rennen. So, hier Hühner. Die Hühner, sofern es dunkel wird, gehen die alleine im Stall. Wie ich schon mitgekriegt habe, wenn man Futter hingelegt hat, also die Futterdecke, so wie Mais und Weizen und Eierkörbe da hingelegt hat, bleiben die auch am Tage im Zwinger drin. Also es gehen nicht alle Hühner raus. Und wenn man mal welche Hühner, ein paar Hühner auf dem Acker sieht, dann scheucht man die einfach wieder zurück. So, nun wollen wir mal rückwärts fahren. Abgekoppelt haben wir ja schon, wunderbar. So, jetzt habe ich hier noch. Genau. Also F6 ist in Ansicht. Dann fahren wir mal zurück. So. Sehr schön. Jetzt fahren wir mal ein bisschen durch die Gegend. Wir fangen mal von hinten an. So, jetzt tuckern wir mal hier mit unserem Trecker durch die Gegend. Da haben wir den Brunnen. Wenn wir mal irgendwann mal eine Spritze haben und wir haben einen Acker angebaut, dann kann man da erst das Wasser auffüllen. Und dann fährt man drüben zum Keller hin und nimmt sich dann einen Sack von diesem Düngemittel. Und dann kann man das mischen und dann schön auf dem Feld ausbringen. So, 60 sollen wir hier fahren. Ja, so schnell fährt unser Trecker natürlich nicht. So, dann haben wir auf dem Hof, das zeige ich nachher mal, wenn wir wieder zurück sind. Oh, oh, oh. Hier ist der Hartmann davon, wenn man mal zur Seite guckt. So, ich mache mal wieder Außenansicht. So. Man kann hier, man sieht ja hier die auf der linken Seite die roten, die gelben Flöcke. Das sind Grundstücke, die kann man dann nach und nach kaufen. Hier auf der rechten Seite, ups, hier auf der rechten Seite das Untergrundstück noch. Da drüben haben wir eine, direkt vor uns ist eine Pferdekoppel. Die können wir auch irgendwann mal kaufen. So, dann fahren wir mal schön weiter hier. Ganz schön neblig heute. Ja, hier, guck mal, hier haben wir auch Windmühlen. Wurde an alles gedacht hier. So. Ja, wie oft man jetzt die Tiere füttern muss, ist schwer zu sagen. Kommt immer darauf an, wie viel man drin hat. Also ich habe es jetzt noch nicht selber ausprobiert, wenn ich jetzt die drei Bullen da drin habe, mit dem Futter auskommen zu lassen, das man erstmal zur Verfügung hat. Leider habe ich da jetzt schon ein bisschen Gras zugefüttert. Also wie gesagt, ich glaube bei 500, glaube ich, ist der Anfangsstadium für das Gras, was man drin hat. Und wo, wie lange die jetzt an so einem Grasballen da nagen, das kann ich jetzt auch nicht sagen. Oder an so einem Heuballen. Aber wie gesagt, das wird ja immer angezeigt gehabt. Und wenn da man das dann sieht, halt, dann kann man das nochmal nachfüllen. Ich denke mal, das ist nicht das Problem. So, jetzt fahren wir hier erstmal über den Hügel drüber. Und irgendwo, ich glaube da vorne, warte mal, kommen da gleich hin. Da vorne ist dann eine Straße, die dann links weg. Da können wir dann. Uiuiui, wir sind ein bisschen schnell unterwegs hier. So, warte mal. Dup, 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 dup. Na, wo ist er denn? Ach, da vorne, oder? Hier kommt jetzt der Markt, genau. Und gleich davon ein Stückchen weiter, da haben wir nämlich die Holzhandlung oder Sägewerk, sag ich mal. Da kann man die Baumstämme hinschleppen. Da kriegt man auch Geld für, ne? Das zeige ich denn auch gleich nochmal. Ich erkläre jetzt hier nur mal schnell den Markt. Wollen wir nochmal abbiegen hier. So, fahren wir mal hier rum. So. Wenn man jetzt natürlich einen Hänger dabei hat, dann kann man
Faktor. So. Also, entweder man fährt mit dem Hänger hier direkt hier vorne ran und kann dann die palettenweise kaufen. Also, das ist dann hier eh auf den Hänger mit drauf. Oder man fährt direkt unter die Korndusche hier drüben. Die ist dann hier. Da öffnet sich dann auch ein Fenster. Das kann ich nachher aber auf dem Hof kurz zeigen. Ob ich jetzt den richtigen Hänger habe, weiß ich jetzt gar nicht. Hier drunter gefahren und dann ist da Chicky. Und wenn wir was verkaufen wollen an Kornsachen, so wie jetzt Sonnenblumen, Mais oder Weizen. Links neben mir ist dann der Kippplatz hier. Und wenn wir jetzt eine Maschine verkaufen wollen, dann fahren wir einfach hier vorne hin. Hier, zack. Da haben wir den Einkaufswagen, genau. Und dann halten wir an. Stopp. Dann drücken wir auf Verkauf. Mache ich jetzt natürlich nicht, weil den Trecker brauche ich ja noch. Ich glaube, man muss vor dem vorher aussteigen. Genau, man steckt vorher aus, drückt auf Verkaufen, dann kriegt man das Geld und dann kann man halt auf Q, weil sonst müsste man wieder zurücklaufen. Auf Q drücken und man landet direkt auf dem Hof. So. Jetzt fahren wir mal weiter. So, bei den Schranken gilt genau dasselbe. Ranfahren und X drücken, ne? So, zack, und ab geht er. Bloß nicht zu früh runterkommen hier. Eine Beule ins Dach machen hier. Ups. So, nach links, nach rechts gucken, alles klar, alles frei. Jetzt fahren wir ins Dorf. Ich mache mal jetzt das riesige etwas weg. Das kann man mit Alt und 7 machen, dann sieht das nachher so aus, ne? Dann hat man den Nebel nicht, dann sieht es alles schicki aus hier. Schön, die Sonne, die scheint schon wunderbar. Uiuiui. Ich glaube, ich muss hier mal her und die Straße neu machen. Bin ja vom Fach, also dürfte es kein Problem für mich sein. Da haben wir zum Beispiel die Holzhandlung, also das Sägewerk. Und da müssen wir die Baumstämme hinschleppen. Und warte mal, da vorne, das zeige ich euch auch gleich nochmal. Wie gesagt, das Tutorial ist jetzt hier nur für die USA-Map. Jede Map ist anders aufgebaut. Ist ja auch klar. So, hier haben wir die Baumstämme. Die können wir dann hier hinschleppen, wenn wir ihn dran haben. So, jetzt fahren wir ins Dorf. Da hinten ist das Dorf. Da sehen wir schon die Kirche. Also, ich finde das Spiel einfach nur genial. Die Grafik sieht wunderbar aus. Das ist die Physik von dem Trecker, die ist wunderbar. Die klappt. Ja, da fehlt mir einfach die Worte. Ist einfach nur schicki. So, dann gucken wir mal, hier haben wir auch gleich noch einen See. Da werde ich mir meistens immer hinsetzen und angeln eine Runde. Hab bis jetzt noch nicht gefangen, na gut, ich habe auch nicht geangelt. Bis jetzt. Mal so einen dicken Karpfen rausziehen hier. So, jetzt sind wir im Dorf. Und hier können wir dann, wenn wir zum Beispiel Eier haben oder Getreide, so wie Mais und Weizen. Das können wir hier natürlich auch verkaufen. So, Moment. Wie wir das natürlich machen, das werde ich euch gleich mal zeigen, weil ihr fragt euch sicherlich, ja, wir machen ja, also wir dreschen ja den Weizen zum Beispiel und haben das in einem Hänger. Wie kriegen wir die Sache in eine Säcke? Kein Problem, zeige ich euch gleich. So, ich steige mal hier aus, ich renne mal ein bisschen rum. So, hier ist schon mal der Tiermarkt. Also hier kann man Tiere kaufen und verkaufen. Man lässt die einfach raus, also man kommt da hier mit dem Hänger her, nimmt die raus, macht das Tor auf und bringt die hier rein. So, dann haben wir für unseren Stand, das ist hier, wo die junge Frau steht, die wartet auf Ware von uns. Hier können wir unsere Eier verkaufen, unsere Milch verkaufen, unsere Sonnenblumenkerne, Mais und. Also wie man sieht, da kann man auch Zwiebeln. Vielleicht kommen ja auch noch mal Zwiebeln, die man anbauen kann.
Mal gucken, was da so kommt. Ich weiß es nicht. Und wenn man was kaufen möchte, hat man hier die Chance, zum Beispiel die Heuballen zu kaufen. Oder eben nochmal Säcke nachkaufen an Mais. Hier hat man Eier, die kann man kaufen. Brauchen wir ja nicht, wir haben ja selber Hühner. Hier haben wir die Milchkannen, die sind alle leer. Die hier, die kosten auch nichts, die kann man dann so mitnehmen. Steht auch unten dran, Milch 0,50, 0 Cent, also 0 Euro. So, dann haben wir hier einen Sack Mais, der kostet uns zum Beispiel 40, ja, ich denke mal 40 Euro. Ich sage jetzt einfach, sind Euros, so haben wir jetzt davon. Und hier kann man auch seine Milchkanne hinbringen. Man kann das entweder zu diesem Stand bringen oder halt da drüben. Aber ich würde ja den hier drüben erstmal bevorzugen, weil die gute Frau hat nämlich nichts. Und da hinten steht keiner, der will alles verkaufen. Und die Frau steht hier und wartet, bis wir was verkaufen können. So, dann fahren wir jetzt weiter. Achso, wenn ihr mal Hunger habt, hier drüben ist eine schöne... Was ist das hier? So ein Imbiss hier. Kann man sich mal hinsetzen, eine schöne Pizza essen. Oh, hier ist eine Pizza. Siehst du, wer hat die bestellt? Nö. Oder ein Fisch hier, guck mal. Ja, den hatte ich schon gar nicht gegessen. Okay, dann gehen wir wieder weiter. So, denn... Ups. Steigen wir wieder ein und fahren zurück. Und dann werde ich euch mal die Baumstämme zeigen. Unterwegs irgendwo auf der Map jetzt hier sind auch nochmal auf der Wiese Baumstämme aufgebaut. Die kann man auch wegschleppen und dort zum Sägewerk bringen. Dann kriegt man natürlich auch Geld, ne? Wie gesagt, hier sind über diese gelben, mal ein bisschen langsamer fahren, diese gelben Absteckungen. Das sind alles Grundstücke, die kann man dann später kaufen, wenn man mal richtig reich ist. So, wir fahren mal zurück. Dann erklären wir denn noch eine Menge. So, ja, die Ansichten sind zum Beispiel F6 ist Innenansicht, F5 ist Außenansicht und F7 ist von hinten, also direkt Draufsicht. Ach, guck dich das mal wieder an, das ist doch schön, oder? Ja, das ist auf der Straße sein Problem. So, hier unten, ganz wichtig, kann man auch verkaufen seine Produkte, Milch, Strohballen, glaube ich. Ich weiß zwar nicht, was die hier mit Strohballen oder Heuballen anfangen wollen, aber da drüben sieht man, da kann man zum Beispiel seine Eier auch verkaufen. Also ist nicht das Problem, da muss man nicht immer so weit fahren, wenn wir nicht wollen. Hier haben wir einen Parkplatz, da können wir erstmal einen parken, dann können wir fragen, ob sie was haben wollen. Ne? Kann ja sein, dass sie nicht brauchen. Und wenn sie was brauchen, ganz dringend brauchen, dann werden die schon vom Trecker rausspringen und dann sagen, ja, halt mal an, hier gib mal ein paar Eier her. Oder hast du Milch bei? Oder vielleicht einen Schluck Bier oder so. Aber Bier bauen wir ja nie an, haben wir gesagt, wa? Ja. So. Können wir uns mal die Gegend hier nochmal angucken. Da hinten haben wir den Markt, wo wir gerade waren. Entschuldigung. So, da mal ein bisschen am Lenkrad rumfummeln hier. So. Und da sind wir wieder zu Hause. Ach, guck mal einer an, da wird es langsam zu Heu. Also wenn man das Gras mäht, dann kann man entweder Grasballen machen oder Heuballen. Das sieht man jetzt dann schön. Das fängt nämlich an zu trocknen und dann, wie gesagt, man kann es auch ein bisschen durchwirbeln, damit es schneller trocknet. Aber das geht so auch, so wie ich gerade sehe. Also lassen wir es mal ein bisschen trocknen. Ja, was ich noch sagen wollte, ist, gibt ja zwei Versionen von dem Spiel. Einmal die, wie heißt denn, die Gold-Edition oder so, ja, kann es sein. Falls es nicht richtig ist, könnt ihr mir nochmal berichten. Aber, und dann die normale Edition. Und da habt ihr die alten Maschinen, wie zum Beispiel jetzt die Strohpresse, natürlich nicht drin, ne?
Da müsst ihr dann mit die neue Strohpresse dann arbeiten, und was natürlich extrem teuer ist, ne? Wenn man die sich so erst kauft. Und wie gesagt, ich mache jetzt schon Let's Plays und baue mit euch den Hof auf. Von Anfang an bis zum Ende. Das macht mir jetzt schon riesen Spaß. Und es werden auf jeden Fall richtig viele Folgen davon in diesem Spiel kommen, wo ihr immer jeden Tag mit dabei sein könnt und verfolgen könnt, wie die Farm hier wächst. So, ich weiß ja nicht, ich glaube, Multiplayer ist, glaube ich, auch anvisiert. Jedenfalls steht Multiplayer drinne in der Dings hier, oder habe ich mir verguckt, weiß ich jetzt nicht so genau. Ich muss mir mal ein bisschen kundig machen. Und wenn mal Multiplayer geplant ist oder vielleicht Multiplayer kommt, dann kann ja der ein oder andere mal bei mir mitmachen zum Let's Play. Da würde ich mir sehr freuen drüber. Und dann würden wir hier die Farm gemeinsam, na Henne, gemeinsam aufbauen. So, ich sagte ja, die Holzstämme, die kann man wegbringen. Und zwar hat man jetzt hier eine Kette dran. Ne? Da fährt man mit einem Trecker rückwärts ran. Zack, hängt den an und dann ist der Chicky. So, Kette wieder weg. Alles in Ordnung. Also wie gesagt, für die Baumstämme kriegen wir auch Geld. Ja, wie bekomme ich die Türen auf, wurde gefragt. Ja, habe ich schon gesagt. Ja, füttern, wie gesagt, das kann ich natürlich jetzt nicht sagen. Wie oft man jetzt füttern muss, da guckt man einfach, wie gesagt, auf STRG. Und dann sieht man, wo was fehlt und wo was hingemacht werden muss. Zum Beispiel unten im Stall, da sieht man dann, wir haben jetzt 4.992 Gras drinne, zwei Kühe, ein Bullen, drei Säcke Mais und fünfmal Heu haben wir drinne. Ja, so. Wie gesagt, wenn ihr die Tiere in den Stall bringen wollt, einfach hingehen. Zack, X drücken. Das Tier hier nehmen. Und einfach. Hier, man kann es auch lenken, dann geht es dahin oder dann geht es dahin, wo man will. So, und dann geht man einfach in den Stall und dann lässt man die an die Stelle los. Und dann laufen die von alleine im Stall rein. Und dann haben wir die denn da auch schon drin, wa? Fury, oder bist du Mr. Ed? Hier, quatsch mal mit mir eine Runde. Hm, ein Vogel. Alles klar. Mr. Lasagne, oder? Okay. Ja. Das war's erstmal. Wenn ihr mehr wissen möchtet, schreibt mir einfach unter die Kommentare. Ich werde mir natürlich bemühen, dass ich so viel wie möglich an Fragen euch auch beantworten kann. Das war's erstmal von meiner Seite. Vielen Dank fürs Schauen. Bis zum nächsten Mal. Sagt euer Rainer. Tschüss.